Können Sie mir auf die Laufstege helfen, damit ich das Phantom erwischen kann? Ha! Da komme ich von hier aus nicht dran! Es sei denn, es wird ein ganz besonderes Stück mit einem ganz besonderen Bühnenbild gespielt. Oh, aber was sage ich da? Das ist ja nahezu unmöglich. Vergiss es, das Theater ist dem Untergang geweiht. Hey, warum sind Sie so hart zu Bonita? Ich will euch bloß vor diesem mysteriösen Phantom bewahren. Es greift nur an, wenn Bonita spielt. Wenn wir den kleinen Sonnenschein loswerden, könnten wir alle viel sicherer leben. Ich denke nur an die Kinder. Bonita wollte uns nur ein wenig Licht und Glanz bringen. Ha! Da glänzen ja meine Schuhe besser. Sie sollte besser gehen. Vielleicht kriegt sie ja noch einen Job als Nachtlicht. Wenn man nichts Nettes sagen kann, sollte man besser gar nichts sagen. Die Proteste des kleinen Jungen verlieren sich, obwohl von Herzen kommend, rasch in simpelsten Plattitüden. Anderthalb Sterne! Warum verschwinden Sie nicht, wenn die Show so fürchterlich ist? Ah, ich muss einfach hinsehen. Das ist wie bei einem Autounfall. Ein Autounfall, bei dem die Opfer nicht spielen können und die Sanitäter den Text vergessen. Also, bis später, Sie alte Giftqualle. Also, dieses Stück stinkt. Hier, nimm lieber das. Dieses Stück hat Action, hat Pep. Wow, danke. Das war ja richtig nett. Nein, ich will mich nur halbwegs unterhalten fühlen. Geh, gib das Becky. Bestimmt findet sie Darsteller, die es ruinieren können. Entschuldigung, Mister, aber haben Sie noch mehr Skripte? Ah, du weißt jetzt endlich, was gut ist und bettelst um den nächsten Brocken Qualitätstheater? Nicht wirklich, aber wenn ich ein Stück finde, in dem die Kulissen auf eine bestimmte Art bewegt werden, kann ich damit die Laufstege erreichen und das Phantom bekämpfen. Oh, nun, dummerweise ist dies das letzte Skript, das ich an dieses Theater vergeude. Der Rest ist für den Broadway. Such mal in den Bühnenbildern und du findest garantiert ein paar fürchterliche Stücke. Aber damit kommst du garantiert auch nicht auf die Laufstege. Aber die sind sowieso zu gefährlich. Also lass es lieber ganz bleiben. Sie sind gemein und fett. Und? Sie sollten es nur wissen. Sie sind gemein und fett. Zumindest bin ich gut darin. Bravo, Hund. Wuff, wuff. Au, wau, rau. Au, 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 ich brenne. Wuff, au, au, hei. Hey, was ist das? Ein neues Skript? Ritter der Freude? Seltsam. Es riecht nach Popcorn und vom Bühnenbild steht da auch nichts. Na gut, wir spielen es in dem Bühnenbild, das wir gerade haben. Ich meine, was kann da schon schief gehen? Ach, hier. Du bist mein Regieassistent. Benutze das Megafon, um das Stück nochmal zu spielen. Okay, neues Skript, Leute. Lasst uns proben. Und Action! Mutter, Mutter, was geschah dem Vater, den ich niemals sah? Ein tapferer Mann, ein edler Spross, still hörst du nicht sein mächtiges Ross? Wow! Ha! Ja.
Willkommen in der Mädchenschule Heim Hagata zur langen, schmerzvollen Ausbildung in den Bühnendisziplinen. Aber ich will nicht Theater studieren. Meine Mami soll sofort kommen und mich nach Hause holen. Deine Mutter muss sich um ihre Karriere und ihren Liebhaber kümmern. Sie hat keine Zeit für eine hässliche Göre wie dich. Nichts ist lästiger als die Tränen eines nicht liebenswerten Kindes. Jetzt wird's Zeit für die Kunst zu leiden. Bravo, Hund. Du bist tot, Kumpel. Das Postschiff kommt nicht für dich, Kleine. Das Postschiff kommt vielleicht nie, aber ich glaube, ich sehe den Postzug, der gerade in den Tunnel fährt. Postzug? Oh, welch ein Glück! Sicher bringt er einen Brief von meiner lieben Mutter, die mich vor so langer Zeit in diese Schule abschob. Ein Drache? Ein Drache, in der Tat. Du wurdest betrogen und verbrannt. Hervorragend. Oh, pass auf. Hey. Becky, können wir den Ritter der Freude noch mal sehen? Ja, an dem könnten wir noch feilen. Mutter, Mutter, was geschah dem Vater, den ich niemals sah? Ein tapferer Mann, ein edler Spross. Still, hörst du nicht sein mächtiges Ross? Mein Vater erschlug die Bestie, bis sie tot war. Er ist ein Held. Ja, und küssen tut er auch nicht schlecht. Mein mächtiger Psi-Schlag rafft dich dahin! Mensch! Ah, heiß, heiß, heiß. Oh, noch ein Skript! Der Tag, an dem das Postschiff kam. Oh, oh, oh. Requisite, ich brauche sofort ein Schiff auf der Bühne. Okay, Leute, geht auf eure Positionen. Und Action! Oh, wirklich? Ich glaube, ich sehe das Postschiff kommen. Hat es denn jemals ein schöneres und prächtigeres Schiff gegeben? Nee, keine Post für dich, hässliche Kröte. Edge, du Dickerchen.